Tine Wittler, da bin ich! Ach, der ist aber süß. Er ist aber nicht der Vater, oder? Was? Ach, hier ist es wirklich urgemütlich. Ha? Bisschen rustikal vielleicht. Ich denke aber schon, dass man aus dieser Scheune hier was Peppiges machen kann. Wie lange ist hier nichts mehr gemacht worden? Keine Ahnung, das ist ja nicht unsere Scheune. Wir sind auch nur für eine Nacht hier. So, ich habe 1000 Ideen. Ran an den Speck! Feliz Navidad. Tine Wittler hat sich einiges vorgenommen. Als erstes muss für Platz gesorgt werden. Der sperrige Ochse kommt raus. Auf die Krippe kommt eine Glasplatte. Sie wird so zum schicken Couchtisch, der das Zentrum der neuen Sitzecke bildet. Die unbequemen Strohballen verwandeln sich in moderne Sitzwürfel, die beliebig um den Tisch gruppiert werden können. An die hintere Wand kommt ein gemütlicher Schwedenofen. Fehlt nur noch ein passender Kaminvorleger. Gut, dass wir noch den Esel haben. So, Masken ab, bitte. Unser Esel. Das sind gar nicht meine Farben. Ich sehe schon, ihr habt Spaß an eurer neuen Scheune. Ja, alles Gute. Tschüss. Tine Wittler ist die Überraschung gelungen. Die von Nazareth erkennen ihre muffige alte Scheune kaum wieder und sind sichtlich beeindruckt. So, jetzt reicht's. Was? Das Kind? Ist nicht von mir. Ja, ich weiß. So, Fräulein, und wir zwei, wir unterhalten uns jetzt mal. Und genau so hat es sich damals zugetragen. Ehrlich, kein Scheiß. Achtung, Achtung, pass auf. Wahre Geschichte, ist kein Witz. Achtung, Maria ist schwanger? Maria ist schwanger! Schwanger, Maria! Kennst du? Schwanger. So, pass auf, jetzt. Schwanger. Maria sagt, ich bin schwanger, Josef. Ich bin Jungfrau.